Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt in der ersten Viertelstunde im wahrsten Sinn des Wortes Radio. Wir sind ausschließlich hier im Radio und dann kommt das Fernsehen dazu, die haben ein bisschen Verspätung. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben wie immer freitags eine freie, eine offene Themennacht und ihr könnt mich anrufen, zu welchem Thema auch immer. Gestern hatten wir die Millionäre hier in der Sendung, heute kann wieder jeder anrufen, der gerne mit mir sprechen möchte. Hanna zum Beispiel hat angerufen. Hanna ist 34 Jahre alt. Hallo Hanna. Hallo Domian. Ja. Liebe Hanna, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, ich habe also seit ungefähr 2,5 Jahren ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, der auch einen kleinen Sohn hat. Ja. Und der Knackpunkt ist halt, wir können nicht ohne und auch nicht miteinander. Bist du Single eigentlich? Ich bin Single, ja. Mhm. Ist das eine ganz geheime Beziehung? Nein, also so geheim ist die nicht. Also ich sag mal, von meiner Seite aus wissen es doch einige Leute. Dürfen aber nicht alle wissen, weil wir unter anderem in der Firma meines Vaters zusammenarbeiten. Ach du lieber Himmel, wie kompliziert. Richtig kompliziert. Und das ist noch nicht durch die Firma lauffeuermäßig gegangen? Ich glaube nicht oder wir hoffen es einfach nicht. Mein Gut. Ich glaube schon. Ja, mag sein. Aber seine Frau weiß nichts. Doch, sie weiß es. Die weiß es auch. Sie weiß es und er ist zwischenzeitlich auch schon einmal ausgezogen. Das Ganze hat dann, 6 Wochen ungefähr funktioniert. Dann ist er halt krank geworden. Wie hat sie das denn erfahren? Mehr oder weniger über eine E-Mail. Von wem? Von mir. Also nicht direkt an sie geschickt, sondern sie hat irgendwie eine E-Mail von ihm geöffnet, wo halt von mir was drin stand. Dann ist er wieder zurück. Dann ist er wieder zurück, weil er krank war und sie hat ihn eigentlich geholt. Mhm. Und seitdem läuft das halt so weiter. Wie ist denn die Ehe? Man kann ja nur das glauben, was man hört. Mhm. Nicht so prickelnd. Wenn es dann stimmt. Ich meine, die sind 10 Jahre jetzt verheiratet. Und immerhin ist er wieder zurückgegangen. Ja, eben. Warum ist er zurückgegangen? Weil er krank war? War er so krank? Nein, weil er einen kleinen Sohn von 5 Jahren hat. Und den, ich sag mal, über alles liebt, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Den könnte er ja auch noch immer über alles lieben, wenn er mit dir zusammen wäre. Ja, aber mach ihm das mal klar. Das ist halt nicht so einfach. Mhm. Glaubt denn die Frau, dass das jetzt zu Ende ist im Moment oder geht ihr immer noch davon? Naja, sie weiß ja nun mal, dass wir zusammenarbeiten. Also es gibt mittlerweile so Tricks und Kniffe, so wenn sie anruft, sie lässt nur 3-mal klingeln, nicht, dass ich dran gehe und man geht sich schon irgendwo aus dem Weg. Mhm. Klar merkst du das. Du arbeitest mit deinem, ich sag mal, Geliebten so nah zusammen, dass das gleiche Telefon benutzt wird? Ja, unter anderem. Mhm. Boah, das ist aber auch heftig. Ja, und deswegen kann man da auch keinen Abstand finden. Mhm. Wir haben schon des Öfteren probiert, aber uns geht's dann irgendwo eine Woche so schlecht, dass man dann doch das in Kauf nimmt. Ich finde, muss ich ja sagen, ich habe oft solche Fälle hier in der Sendung, wenn das in so eine Zeitdimension reingeht wie bei euch jetzt, 2,5 Jahre, finde ich viel zu viel, viel zu lang. Ja. Vielleicht kann man mal ein halbes Jahr oder so nicht wissen, wo es hingeht, aber 2,5 Jahre ist eigentlich, finde ich, eine Zumutung für dich. Ja, ich denke da auch sehr viel drüber nach, weil ich halt die meiste Zeit doch dann alleine bin. Ja, klar. Und natürlich mich auch verstellen muss bei manchen Freunden, die es eben nicht wissen und eben die schönen Sachen im Leben auch nicht so teilen kann. Fahren die zusammen in Urlaub? Ja. Ihr nicht? Nein. Wie viel Mal in der Woche ist er so in der Nacht bei dir? Gar nicht. Wann habt ihr denn Sex miteinander? Das hört sich jetzt so ein Im Büro wahrscheinlich. Nein, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber eigentlich fast jeden Freitag. weil jeden Freitag die weil anderen... Weil freitags halt früher Feierabend ist und man kann sich dann halt irgendwas einfallen lassen. Ehrlich, im Büro? Nee, nicht im Büro, bei mir dann. Achso, ich dachte, wenn die anderen Kollegen weg sind, dann... Das ist zwar auch schon mal vorgekommen, aber nein. Jeden Freitag, so hat alles dann seine Regelmäßigkeit, ne? Ja, Freitags. Irgendwo geht's so seinen Lauf. Würdest du diesen Mann richtig gerne so haben für dich und mit ihm eine Beziehung? Ja, natürlich, sonst würde ich das nicht seit 2,5 Jahren mitmachen. Ja, aber es gibt auch Leute, die irgendwie
hatte ich neulich eine Frau, die, wo es dann plötzlich so weit war, dass er dann gänzlich zu ihr kommt, sie plötzlich Angst hatte. Dann naja, klar macht man sich Gedanken, man ist das Single-Dasein ja auch irgendwo gewohnt. Ja, und man macht sich auch Gedanken, wenn der das bei seiner Frau gemacht hat. Nee, darüber mache ich mir nicht so Gedanken, weil ich in dieser Situation auch schon mal war. Ich war zwar nicht verheiratet, aber ich kenne es halt auch andersrum. Hm. Und von daher... Ja, wie fällst du dich? Machst du ihm Druck oder lässt du es alles so laufen? Ja, ab und zu, klar, gibt es dann schon mal Druck. Und wie sieht der Druck denn aus? Was sagst du? Ja, dass es so nicht weitergeht oder dass ich einfach auch nicht mehr kann. Manchmal hat man so Phasen, dass man einfach... Gut, ja. das kann man so sagen, aber man kann es auch so sagen, dass der andere richtig kapiert, das meint sie jetzt ernst. Doch, dann, er weiß, dass ich das sehr ernst meine. Hast du denn schon mal Schluss gemacht? Ja, des Öfteren. Mhm. Und dann geht's einem richtig dreckig. Also nicht nur mir dann. Ja, weil du natürlich auch... Ich meine, das ist natürlich besonders krass, dass ihr euch jeden Tag seht. Ja, genau. Dann muss man sehr stark sein. Man ist dann auch nicht neu für irgendwelche anderen Sachen oder offen für andere Sachen. Das ist super schwierig. Was ist denn seine Erklärung außer das Kind, außer die Erklärung, dass er mit einem kleinen Sohn... Ich muss zu dem Kind eigentlich irgendwo noch was dazu sagen. Das Schlimme oder nicht das Schlimme ist, seine Frau ist Türkin. Hm? So, und er hat natürlich Angst, dass sie wieder zurückgeht in die Türkei. Ach so. Und das Kind mitnimmt. Ja, verstehe. Und das ist so der Knackpunkt, denke ich bei ihm. Das sagt er zwar nicht so offen oder dass das der Knackpunkt ist, aber ich denke das einfach. Frag ihn nochmal so, ob das der Knackpunkt ist. Ja. Ne, habe ich auch schon probiert, aber naja, da sind Männer dann auch manchmal nicht so offen. Ist mir völlig klar, aber da müssen Frauen halt dann nochmal bohren. Ja. Weil wenn... Ich meine, das würde dir vielleicht die ganze Sache auch noch wieder ein bisschen mehr erleichtern oder du hättest eine Erklärung, wenn er das so dir begründen würde. Ja, aber selbst wenn ich die Erklärung habe, kann ich das so nicht akzeptieren. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach der Mann und ich kämpfe halt. Sagt er denn zu dir, dass er dich sehr liebt? Ja. Das Problem, oder nicht Problem, wir verstehen uns einfach ohne Worte. Mhm. Und das ist halt das Geniale auch an der Sache. Wie ist denn die Situation mit der Frau? Ist die, ich meine, es gibt ja türkische Frauen, die nie wieder in die Heimat zurückgehen würden, oder türkischstämmige Frauen. Wie ist das denn bei ihr? Naja, sie ist, bis sie 14 war hier aufgewachsen und dann sind die Eltern wieder zurück in die Türkei. Und dann hat sie da halt gelebt und ist dann wegen ihm, hat da quasi alles aufgegeben und ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Ach so. Und ist natürlich auch ein schwieriger Schritt, aber ich denke, man kann auch nicht immer Rücksicht nehmen oder man muss halt irgendwo, dazu ist das Leben zu kurz, auch sein Ding irgendwo machen, wo man glücklich ist. So, Mensch, genau das ist es. Besser könnte ich es gar nicht sagen. Genau das ist es. Und das musst du dem klar machen. Ja. Das musst du dem klar machen. Das ist nicht so dass der, leicht. Ja, ich meine, 2,5 Jahre ist so lange, dass der, wie soll das weitergehen? Soll das die nächsten 30 Jahre so gehen? Nein, um Gottes Willen. Ja. Dessen sind wir uns beide eigentlich auch bewusst. Ja, aber wenn nach 2,5 Jahren noch nichts entschieden ist, würde es mich nicht wundern bei euch, wenn nach 5 Jahren auch noch nichts entschieden ist. Eben, das ist ja auch mein... was man immer so im Hinterkopf hat. Ich glaube ganz einfach, dass man in diesem Fall wirklich als fünftes Rad am Wagen, das bist du ja. Ja, klar. Wirklich alles Recht auf der Seite hat, Druck zu machen. Und zu sagen, ich will das so nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich habe es auch oft genug versucht, nur ich mache mich dann selber so kaputt dadurch, weil... es geht einem dann natürlich schlecht, weil man will diesen Menschen ja auch nicht verlieren. Das ist ja auch die Angst. Ja, aber im Moment diktiert dieser Mensch... Mein Leben. So. Ja. Er diktiert dein Leben und er diktiert seine Lebenshaltung dir auf. Ja. Ne? Und da ist es irgendwann, ist der Punkt, wo man sagt, nee. Ja, bis hier und nicht weiter. Mhm, ja. Naja, aber das halt wieder so zu machen, ist halt wieder so eine Erfahrung oder wo ich auch Angst vor habe. Ja, kann ich verstehen. Deswegen, da kann ich dir jetzt ganz konkret auch nicht sagen, wie du das machen sollst. Nein. Ich kann dir nur sagen, mach es. Ich glaube, dass es letztendlich gut ist, das auch auf die Spitze zu treiben, ab einem gewissen Punkt. Und der Punkt ist schon, glaube ich, dicke erreicht bei euch. Ja, natürlich. Ja. Klar. Gut, Hanna, mehr kann ich nicht sagen. Danke. Alles Gute. Jo, auch so. Tschüss. Tschüss. Ingo. Ingo 54. Hallo, Ingo. Hi, guten Abend erstmal oder guten Morgen. Ja. Schönen guten Morgen, Ingo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte eine kurze, heftige Affäre in der Kur, also Kurschatten. Ein Kurschatten. Ja. Sagt man das heute eigentlich noch?
Ich glaube ja. Ne? Das Wort Kurschatten ist irgendwie so ein schönes altes deutsches Wort. Ja, ja, richtig. Aber wir wissen alle, was es bedeutet. Na, eben. Da. Und ja, das war eigentlich so, dass wir 14 Tage, 3 Wochen lang so zusammen waren. Ja. Dass ich auch ganz in Ordnung und auch ganz nett und toll fand. Und bis sie mir dann erzählte, dass sie verheiratet ist. Ja. Das fand ich ja schon nicht mehr so gut. Ja. Und mit einem Mann, der ist über 70 und wohnt da irgendwo auf dem Bauernhof und würde am liebsten sofort mit mir kommen. Ingo, ich muss mal eben das Gespräch kurz unterbrechen. Ja. So, da bin ich wieder. Ja. Ingo. Ja, ich hab's. Erzähl mal weiter. Ja, also sie wäre am liebsten gleich mit zu mir gekommen. Hätte ihr Mann da stehen und liegen gelassen. Und das war natürlich nun überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ja, ich bin also alleine, ich bin nicht verheiratet oder ich habe zwar hier in Hamburg eine Freundin, aber das ist so eine leichte Sache. Ich wohne auch alleine und da gibt's, würde es hätte oder hätte es keine Probleme gegeben. Aber ich wollte es einfach nicht, weil nach 14 Tagen, da kennt man nicht einen Menschen und ja, und dann ging es dann los mit SMSen und Telefonterror und... Oh, Telefonterror? Ja, also ich habe schon mal ein Telefon, das mache ich schon nachts immer raus, weil das schließe ich ab, das Normale, weil ich selber auch im Schichtdienst bin und auch nachts arbeite und auch morgens um 2, 3 manchmal aufstehen muss. Mhm. Und dass ich das schon rausführen habe. Und dann eben, wie sie dann gemerkt hat, dass das Telefon nicht funktioniert, dann eben über ein Handy, ja, über SMSen, so 6, 7, 8, 9 Stück so. Und was ist da, was wie formuliert sie die SMS? Was steht da drin? Ja, zu Anfang natürlich, ja, ich liebe dich und ich will mit dir, ich möchte zu dir nach Hamburg kommen. Mhm. Und daraufhin, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht, weil wir uns eben halt viel zu kurz kennen. Verstehe. Mhm. Und man sich ja erstmal selber kennenlernen muss und außerdem jeder erstmal seine Sachen regeln sollte. Und das hat der Dame nicht gefallen. Und das hat der Dame nicht gefallen. Und da wurden die SMS heftiger. Ja, und dann ging es richtig los mit du Idiot, du Wichser und echt du, so? So? Ja, und das von der 43-jährigen Frau. Also das war schon unterhalb der Gürtellinie, weit unterhalb. Hast du da zurück ge-SMS't? Zu Anfang ja. Mhm. Zu Anfang ja. Und nachher habe ich gesagt, so schick deine SMS hin, wo du willst. Ab morgen habe ich eine neue Telefonnummer, was auch der Fall dann gewesen ist. Es gab dann nicht nochmal ein Gespräch, es ging alles über SMS. Ja, ja. Ja, wäre es nicht besser gewesen, vielleicht dann nochmal ein Wort zu reden? Oder? Ja, haben wir ja gemacht vorher. Uh-huh. Und ich habe ihr dann gesagt, ich sage, versuch du doch deine Sachen erstmal zu... Hallo? Hallo? Jetzt ist der Ingo weg. Wir haben irgendwie ein kleines technisches Problem im Moment. Ich guck mal gerade auf die Uhr. So lange ist es auch nicht mehr hin, bis das Fernsehen zuschaltet. Das heißt, wir machen jetzt etwas Pausenmusik und dann warten wir, bis die Fernsehzuschauer zu uns kommen. Bis gleich. Meine Lieben,
Fernsehzuschauer. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen, das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Und ja, wir haben wie immer freitags eine offene Runde, eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 50 50. Ich bin gespannt auf den Andi jetzt. Und Andi ist 24. Hallo Andi. Hallo Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, du hattest ja gestern das tolle Thema. Ich schwimme im Geld. Ja. Ich schwimme leider nicht mehr im Geld. Ich bin mal im Geld geschwommen. Mhm. Habe relativ früh halt durch Aktien und Investmentfonds halt ein, soll man nicht gerade unbeschreibliches Vermögen gehabt. Nämlich? Ja, genau, in Zahlen kann man es nicht ausdrücken, aber es waren weit mehr als über, also in D-Mark ausgedrückt, mehr als über 1 Million Mark sind es gewesen. Immer, du bist 21, nee, 24, ne? 24. Fast 25. 24, jawohl. Ja. Dann war das zu eigenes Haus, einfach alles tolle Sachen. War das damals in der Zeit, als der Aktienboom so groß war? EMTV. Damals war ich noch Auszubildender und den Aktienboom habe ich halt mit der Allianz Dresdner Bank beziehungsweise mit EMTV gehabt. Ja. Da kam damals 98, 99 der große Sturz der Haferbrüder. Ja. Nur ich habe halt rechtzeitig noch verkauft und noch dementsprechend Gewinn gemacht. Ja, also als ganz junger Mann so richtig viel Kohle gehabt. Ja. Und quasi selbst erwirtschaftet durch Aktiengeschäfte. Durch Aktiengeschäfte. Vorher also nicht vermögend gewesen von der Familie aus? Nee, nicht unbedingt. Ich habe zwar hier und da immer einiges bekommen von Oma, Opa und auch vom Patenonkel, der selber sehr viel Geld hat, auch heute noch. Ich rechne mal gerade, wie alt warst du da? Als das war so zwischen dem 17. und 19. Lebensjahr, war so meine goldene Zeit. Das heißt, du hast da dicke, fette Autos gefahren? Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Jetzt hast du aber gerade auch mit getragener Stimme gesagt, ich schwamm mal im Geld. Jetzt ist das vorbei. Jetzt ist das vorbei. Was ist passiert? Tja, ich habe halt in meinem jugendlichen Leichtsinn halt auch dementsprechend viel ausgegeben. Hm? Für was? Teuren Schmuck, teure Kleidung, ja. Viel aus Essen gegangen. Sehr viele Kreditkarten gehabt, in tollen Hotels gelebt, teilweise auch in der näheren Umgebung, sodass ich halt gar nicht großartig in Urlaub gefahren bin, sondern wirklich dann halt gesagt habe, okay, ich habe halt einfach mal Lust und gehe halt in ein Grand Hotel. Obwohl du um die Ecke wohnst? Obwohl ich um die Ecke wohne, ja. Ja, ja. Solche Sachen habe ich gemacht. Und hast dir dann eine Suite gemietet für ein paar tausend Euro oder sowas? Ein paar tausend Mark, ja. Mark damals, ja. Mhm. Ja. 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 Also die Kohle, die viele Kohle so richtig verprasst. Richtig verprasst. Großes Leben geführt. Ja. Wahrscheinlich auch Leute eingeladen, Frauen ausgehalten. Ja, Frauen ausgehalten weniger. Also ich bin nicht so der Typ, der jetzt viele Beziehungen gehabt hat. Ja. Um Gottes Willen, das bin ich nicht. Jetzt komme ich auch gleich noch darauf zu sprechen, weil das eigentlich im Endeffekt jetzt darauf alles hinausläuft, weil die ganz große Liebe, nachdem ich auch das erste Mal dann geheiratet habe, ich habe sehr früh geheiratet, mit 21 schon. Mhm. Das ist auch letztes Jahr dann kaputt gegangen, auch mit einem Kind, das aus der Ehe entstanden ist. Mhm. Habe mich dann auch sehr schnell auf eine neue Beziehung eingelassen. Mhm. Die ist jetzt mehr oder weniger kaputt gegangen, obwohl die... Ja, lass mich nochmal fragen, damit ich das richtig verstehen kann. Also hast du mit 17, zwischen 17 und 19 diese dicke Kohle gemacht durch Aktiengeschäfte. Wie lange hast du die Kohle in der Hand gehabt, bis zu deinem wievielten Lebensjahr? Bis ich alles endgültig ausgegeben habe, eigentlich so bis Mitte letzten Jahres. Ach, so lange hat es gehalten? So lange hat es gehalten. Das heißt, du hast halt schlagartig geworden, dann mit 18, 19, 20 und so weiter. Ja. Bis halt letztes Jahr, ich habe sehr viel Geld ins Casino getragen. Ach, das auch noch? Ja, das ist eigentlich so mein Hauptproblem gewesen. Du hast damals viel Erfolg mit Aktien gehabt, hast dann aber nicht versucht, weiter mit Aktien zu arbeiten. Du hast das Geld dann genommen und hast es, wie gesagt, verprasst. Ja. Und dann auch noch in Spielbanken getragen. Hauptsächlich. Na klar, da kann man natürlich wirklich viel Kohle sehr schnell loswerden. Ja, das geht eigentlich ganz schnell. Da sind wir eben, also in Euro gesagt, da sind 2000 Euro je nachdem in ein paar Minuten schon weg. Natürlich. So, jetzt hast du eine irre Karriere hinter dir in deinen jungen Jahren. Ganz jung zum Millionär geworden und auch noch sehr jung mit 24. Stehst du da mit Schulden oder auf dem Null-Level? Ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich zwischen, ja, ich kann die Summe nicht genau sagen, zwischen 24.000 und 35.000 Euro Schulden habe. Was machst du vom Beruf? Ich habe Verkäufer gelernt, ja. Also Einzelhandelskaufmann,
hatte dann halt auch mal irgendwann beschlossen, dann vielleicht noch halt auf dem zweiten Bildungsweg noch Management zu studieren, an so einer europäischen Wirtschafts- und Sprachenakademie. Hat aber dann auch nicht geklappt, weil es nicht gefördert wird und halt mich halt momentan unabhängig vom Hartz IV, was ich inzwischen beziehe, das ist auch ein halbes Jahr lang schon so, halte ich mich halt mit Gelegenheitsjobs noch über Wasser. Glaubst du, dass das Geld auch deine, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, auch die Beziehungen kaputt gemacht hat? Ja, das Ausgeben des Geldes, weil ich hab sehr viele Versprechungen in der Beziehung gemacht, die halt darauf hinausgelaufen sind, das Geld auf zu spielen. Ich verprasse nicht mehr das, wenn mal was da ist und im Endeffekt, wenn welches da gewesen ist, so wie es auf der Hand oben drauf lag, so ist es durch den Fingern durchgefallen. Ja, ja. Ja. Wie sind deine Verbindungen zu deinen Ex-Frauen, Freundinnen? Also zu Ex-Freundinnen überhaupt nicht, zu meiner Ex-Frau nur halt in Bezug auf meinen Sohn. Der ist jetzt wie alt? Der wird jetzt 2 Jahre im Dezember. 2 Jahre, Ja, das ist. Was hast du aus dieser heftigen Zeit, die hinter dir liegt, gelernt? Ja, gelernt auf jeden Fall, wobei ich nicht darüber unglücklich bin, dass ich von meiner Frau getrennt bin, weil meine Frau ist immerhin auch fremdgegangen. Ne? Das kam halt noch dazu. Das Schlimme ist, das ist ganz krass, es ist innerhalb der Familie gewesen, die ist mit dem Mann meiner Mutter, also mit meinem Stiefvater, ist meine Frau fremdgegangen. Aber kann man vielleicht auch sagen, dass das alles aufgrund des Geldes und alles irgendwie von Anfang an unter einem schlechten Schatten stand? Ja, meine Frau war auf jeden Fall jemand, der ausgehalten werden möchte. Ach so, das auch noch. Sie hat mich halt damals kennengelernt, in der goldenen Zeit, in Frankfurt. Und dennoch die Frage, wenn man so gewonnen hat und so gescheitert ist wie du, zieht man daraus ja Konsequenzen für sich? Sollte man ziehen, man sollte daraus lernen. Für die Zukunft. Und du hast ja noch eine lange Zukunft hoffentlich vor dir. Ja. Was ist so das Wichtigste, wo du sagst, das habe ich jetzt wirklich kapiert, das mache ich nicht nochmal, das mache ich anders? Ja, dass wenn ich nochmal zu Geld komme, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich so vermögend werde, wie ich mal war, aber dass ich halt definitiv mit dem zufrieden bin, was ich habe. Und wenn ich mal ein bisschen mehr habe als gewöhnlich, da auch dementsprechend mit umzugehen. Das heißt, halt Larifari damit zu leben. Ja, das heißt, du hast keinen Bock mehr auf irgendwelche Luxussachen, das hast du alles ausgelegt? Ja, strebe ich nach Luxus. Ach, immer noch? Hätte ja sein können, dass du das sagst, mich interessiert das ja gar nicht mehr. Eine teure Uhr oder ein tolles Hotel schnarcht mich an. Hätte ja auch sein können. Das ist nicht so. Also ich suche schon halt nach einer Herausforderung, die mich im Leben sowohl für mein Selbstvertrauen als auch für meinen Wohlstand doch irgendwo ein bisschen weiterbringt. So, ich bin jetzt zufrieden. Ich habe eine wunderschöne kleine 45 Quadratmeter große Wohnung. Ja. Ich habe zu essen auf dem Tisch. Ja, aber die Hauptherausforderung jetzt ist ja, dass du deine Schulden loshörst. Ja. Und dann geht's weiter, dass du dich irgendwie vielleicht nochmal qualifizierst, dass du irgendwie eine Weiterbildungsmaßnahme machst oder dass du einen neuen Job anfängst und dann wieder von unten anfängst, ne? So ist das. Ja. Es gibt ja den Spruch, haben wir gestern ja auch immer gehört, Geld macht nicht glücklich. Ja, ich habe von einigen gehört, die bei dir angerufen haben. Würdest du das auch so ganz klar unterschreiben? Definitiv. Es macht nicht unbedingt glücklich, aber es beruhigt ungemein die Nerven, wenn man davon genug hat. Sagen wir mal so. Andi, dann hoffe ich, dass du es schaffst, aus den Schulden rauszukommen, relativ schnell. Ja. Und dann dir was Solides aufbauen kannst für die Zukunft. Ja. Alles Gute von Herzen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, schnell. Ja, Anita, ich hoffe, dass das nochmal mit uns hinhaut. Und ich liebe dich und ich werde mich ändern. Das ist die letzte Ex. Das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Ex nennen darf, aber es ist gestern mehr oder weniger dann ganz in die Brüche gegangen. Ah, hoffentlich hat Anita zugehört. Ich hoffe es. Alles Gute, Andi. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, tschüss. Ciao, Domian. Ihr Lieben, Hinweis auf morgen, auf Samstag. Promi-Tag ist bei uns angesagt und wir haben 2 ganz berühmte dicke Männer zu Gast, nämlich die Wildecker Herzbuben. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Das ist eine Begegnung der ungewöhnlichen Art hier bei 1 Live mit Vertretern der Volksmusik, aber warum nicht? Und ich bin sehr gespannt auch auf eure Anrufe. Ihr könnt euch natürlich auch beteiligen wieder an der Sendung. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr, Samstagabend im WDR-Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt natürlich auch heute schon mailen unter domian@wdr.de. Die Wildecker Herzbuben. Herzelein. Stichwort Herzelein. So, wir machen weiter mit Christina. Christina ist 26. Hallo Christina. Hallo Domian. Hallo.
Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Christina? Ja, mein Thema ist, dass ich noch nie eine Beziehung hatte. Ja. Und da wahnsinnig drunter leide und mir auch einfach nicht erklären kann, woran das liegt. Noch nie eine Beziehung oder auch noch nie Erfahrungen mit einem Mann gesammelt? Doch, das habe ich schon. Also ich habe auch mit Männern geschlafen und ja. Also diese Erfahrungen habe ich schon alle gesammelt. Also Sexerfahrungen sind gelaufen? Genau, mhm. Ja. Wie lang hat denn der längste Kontakt gehalten mal mit einem? Drei Wochen. Also ich habe jeweils drei Freunde in Anführungszeichen gehabt, mit denen es 3 Wochen gehalten hat. Ja. Wie erklärst du dir das selbst? Also ich bekomme viel Feedback von Freunden oder von Bekannten und Leuten und die mir dann natürlich auch gerne Ratschläge geben wollen, aber das sind alles so Erklärungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Da ist dann viel dabei, ja, ach, der Richtige ist noch nicht gekommen und du bist doch jung und warte ab. Ja, okay. Ich wollte gar nicht wissen, was die anderen sagen. Ja. Ich wollte wissen, was du hast ja, wahrscheinlich hast du selbst auch schon viel darüber nachgedacht. Was, ja. Woran liegt das? Hast du irgendeine Idee, eine leichte Spur, irgendwas, wo... Ja, also ich analysiere auch irgendwie mein Verhalten. Ja. Ich mache auch Psychotherapie, weil dann irgendwann hat es auch zu großen Depressionen geführt. Und ja. Also da waren dann noch viele andere Sachen dabei, die dann auch eine große Rolle gespielt haben. Und deswegen analysiere ich das auch so. Also ich glaube, einer meiner großen Fehler ist, dass ich immer ein offenes Buch bin, wenn ich jemanden kennenlerne. Also ich erzähle dann immer sehr gerne sehr viel von mir, so dass es im Prinzip für mein Gegenüber völlig uninteressant ist, mich noch weiter kennenzulernen, weil er schon alles von mir weiß. Ach so. Wobei so eine gewisse Offenheit ja so sympathisch ist. Ja, ja. Ne, wenn man jemandem alles aus der Nase rausziehen muss, ist das auch nervig. Mhm. Haben denn die Männer nach den 3 Wochen jeweils Schluss gemacht oder du? Nee, die haben jeweils Schluss gemacht. Die haben Schluss gemacht. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein habe ich dann auch gefragt, weil sie dann immer blöde Ausreden hatten. Ja. Ich konnte denen das dann auch nie glauben. Mhm. Und im Nachhinein habe ich dann auch nachgefragt. Also wenn ich die Männer dann ein paar Monate später nochmal getroffen habe oder so. Und dann bekam ich dann zu hören, ja, ich war nie in dich verliebt. Ich meine, das kann natürlich wirklich sein, ne? Ja. Das kann eine unglückliche Konstellation bei dir sein, dass, dass das so zufälligerweise war. Ja. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch an dir liegen. Ja. Oder, es können Anteile daran, das ist natürlich sehr schwierig, das rauszukriegen. Mhm. Bist du so sehr aktiv, gehst du viel raus und triffst du oft neue Leute kennen, triffst du, lernst du sie kennen? Also ich bin sehr aktiv, das auf jeden Fall. Also ich mache viel mit meiner Freundesklicke, bin viel unterwegs. Ja. Ich mache Musik zum Beispiel, ach so. Spiel in einer Band. Das ist schon mal gut. Mache auch klassische Musik, singe in einem Chor und so weiter. Und also keine, die zu Hause sitzt, ein Däumchen dreht und denkt, hoffentlich kommt der Prinz bald mal rein. Nee, genau so eine bin ich nicht. Also das kann man mir nicht vorwerfen. Bist du selbst auch aktiv? Sprichst du Männer an oder wartest du da schon, dass du angesprochen wirst? Mal so, mal so. Ja. Also kommt halt auf die Situation an und wie unsicher oder selbstsicher ich mich halt in einer entsprechenden Situation fühle. Mhm. Das ist sehr abhängig halt auch so von meiner Tagesverfassung. Warst du denn in diese Männer, mit denen du etwas länger da zusammen warst? Es waren nur 3 Wochen, kann man gar nicht länger nennen, aber immerhin, warst du da verliebt? Ja, ich war du auf jeden verliebt. Fall verliebt, mhm. Ja. Mhm. Ja. Gab es auch schon andere Verliebtheiten, wo es nicht mal zu den 3 Wochen gekommen ist und wo du gar keine Chance dann hattest und sahst? Ja, das kommt eigentlich ziemlich häufig vor. Also was heißt häufig? Wie häufig verliebt man sich? Das ist natürlich auch so eine Frage. Mhm. Also irgendwann hat sich dann auch eingestellt, dass ich mir eingebildet habe, verliebt zu sein. Mhm. Also so, dass einfach so viel Wunschvorstellung da war, dass dann sozusagen Gefühle eingesetzt haben, die es eigentlich gar nicht gibt. Also die Sehnsucht nach einer Beziehung, nach Nähe, Vertrautheit und auch so nach dieser Heimlichkeit eine Beziehung, die ist schon bei dir groß. Die ist wahnsinnig groß, ja. Und Sex kann das halt zum Beispiel einfach alles nicht erfüllen. Ja. Ja. Kommt es denn oft zu sexuellen Kontakten? Nee, häufig kann man das jetzt auch nicht nennen. Also da war auch schon eine große Pause von 2 Jahren dabei, wo ich gar keinen Sex hatte und dann wieder 3 Monate und also wirklich unregelmäßig und selten. Wie siehst du aus? Ich bin groß, habe blonde Locken, also 1,74 bin ich groß, 70 Kilo schwer. Also alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, genau. Das heißt, du bist mit dir selbst auch zufrieden. Ich bin sehr verwundert. Du wirkst sehr vital und sehr, sehr offen, so man kann gut mit dir reden. Ja. Du hast gerade gesagt im Nebensatz, dass du auch Psychotherapie machst. Mhm. Immer noch, zurzeit auch. Zurzeit auch, ja. Ist dieses auch immer wieder Thema? Das ist immer wieder Thema, ja. Das ist vor allen Dingen mein wichtigstes Thema. Also in so einer Therapie, da ist ja im Prinzip alles Thema. Ja. Also Familie, Beruf und so weiter. Wie lange läuft die Therapie jetzt schon? Die läuft jetzt im Dezember 2 Jahre. 2 Jahre schon. Und letztendlich bist du aber nicht viel weitergekommen. Also in bestimmten Dingen bin ich sehr viel weitergekommen, aber in dem
Punkt, was mir so am wichtigsten ist, bin ich noch nicht viel weitergekommen. Ja. Ich meine, du machst ja sehr viel. Du bist erstmal, was dein Leben anbelangt, sehr aktiv, hast du gerade erzählt. Das heißt, und du hast da irgendwas entdeckt an dir und hast eine Konsequenz gezogen und bist zu einer Therapie gegangen. Ja. Ist ja alles sehr positiv, muss man erstmal so sehen. Ja. Wollen wir mal einfach auch ein bisschen unglückliche Umstände dazu rechnen? Ja. Es ist wirklich auch, ich finde, es ist auch immer schwierig, dass sich zwei Leute treffen, wo es dann auch wirklich funktioniert miteinander. Ja, das finde ich auch schwierig. Und es haben auch schon viele Leute gesagt, sei doch froh, du hast ja viel Mist erspart. Das denke ich auch. Und ich denke auch, dass es viele Beziehungen gibt, wo sich der eine auf was einlässt, was er vielleicht doch gar nicht will und den anderen belügt und so. Ja, aber dennoch hast du ja die Sehnsucht danach und das tröstet dich dann auch wenig. Nee, eben, das tröstet alles nicht. Aber vielleicht könntest du so eine Haltung entwickeln, dass du einfach so ein bisschen gelassener daran gehst, ne? Dass du denkst, es wird schon werden. Ja. Ich meine, du bist erst 26. Mhm. Du bist dann noch, wenn du jetzt 56 wärst, dann würde ich sagen, oh, heikel, da müssen wir irgendwie was drehen. Aber die Voraussetzungen sind gut, wie gesagt gerade. Und wenn du weiter fleißig in deine Therapie gehst, vielleicht kommt da noch irgendwie ein bisschen was raus und rum. Und ansonsten soll das Schicksal mal entscheiden, ne? Wer da so über deine Wege läuft. Ja, genau, das soll's. Ich glaube wirklich, dass es schwierig ist, ich sag's nochmal, dass zwei Leute sich finden, wo das wirklich gut funktioniert. Mhm. Und natürlich lügen sich viele auch oftmals in die Tasche und denken, das ist eine Verliebtheit oder eine Beziehung und das läuft auch als Beziehung, aber es ist letztendlich, kannst du es vergessen. Ja. Also ich würde einfach an der Stelle einfach ein bisschen gelassen rangehen, nach dem Motto, wird schon werden. Das ist halt auch eins dieser großen Probleme, dass ich, glaube ich, selber viel zu verkrampft an die Sache rangehe. Ja, und ich glaube, je mehr Zeit vergeht, dass du dich ja selbst unter Druck setzt, das musst du gar nicht machen. Und wenn man sich selbst unter Druck setzt, ist man natürlich noch verkrampfter. Noch und viel verkrampfter, ja. Wenn man es dann unbedingt erreichen will, erreicht man das sowieso nicht. Mhm. Ne? Genau. Lass dir Zeit. Ja. Geh einfach mal jetzt, sag dir, und wenn es die nächsten zwei Jahre nicht klappt, ist es auch egal. Mhm. Ich glaube, dass sich das so locker macht, dass vielleicht dann was entsteht. Das ist halt auch also ein Ziel von der Therapie, das ich habe, dass ich halt vor allen Dingen diese Verkrampftheit verliere und dass ich wesentlich lockerer ans Thema rangehe. Und vielleicht muss ich gar nicht mal so viel an mir ändern, so an meinem Verhalten, sondern vielleicht einfach nur diese verkrampfte Haltung lösen und dann klappt es schon. Genau. Also das kann ja auch alles sein. Also ich ermutige dich dazu. Ja, vielen Dank. Christina, alles Liebe und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei uns live, dann meldet euch. Ja, hier ist die Katrin. Katrin ist 37. Hallo Katrin. Hallo. Guten Morgen Katrin. Hi, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, ja. Ich habe den Ton zurückgedreht, wie es jetzt funktioniert. Das ist sehr, sehr löblich. Das ja, toll, dass ich da durchkomme. Ja. Also ich habe ein ganz heikles Problem. Ich glaube, von meiner Meinung nach, so existiert das überhaupt nicht. Und da er ja immer sehr offen diskutiert, was mir sehr gut gefällt. Und ich auch wie die Vorgängerin übrigens das Herz, also immer das sage, was ich denke. Mhm. Ich habe ein Problem, dass ich überhaupt keine Lust habe auf Sexualität mit Menschen. Mhm. Überhaupt keine. Noch nie gehabt? Noch nie gehabt. Ach. Ich weiß nicht, ob es überhaupt existiert. Und ich habe also natürlich viele Psychologen befragt. Mhm. Die wissen da alle nicht weiter, geben mir Ratschläge, versuchen das mal mit jemand anders. Mhm. Natürlich habe ich versucht, das gibt mir überhaupt nicht. Also ich halte mal fest, du bist 37 Jahre alt. Aha. Und du hast noch nie in deinem Leben Lust auf Sexualität mit Menschen gehabt. Also weder mit Frauen noch mit Männern. Ja. Ja, ja. Stimmt das so? Ja, ja. Hast du denn den Versuch unternommen? Hast du mit Männern schon geschlafen? Ja, ja, natürlich. Hast du mich dann gezwungen und dachte, das muss doch irgendwie gehen. Ja. Ich habe dann Weinflaschen getrunken, Flaschen Wein und alles Mögliche ausprobiert. Auch irgendwelche Sachen, dem die Augen verbunden und alles Mögliche. Ich habe da wirklich gedacht, vielleicht ist es das, dass ich mich schäme oder irgendwas. Ja. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Fantasie. Mhm. Also ja. Hast du schon mal versucht, dich selbst zu befriedigen? Natürlich. Natürlich. Überhaupt kein Problem. Bin auch gar nicht, ich nehme an, ich habe keine Komplexe. Ja. Mit 11, 12 Jahren habe ich schon angefangen, mich selbst zu masturbieren. Überhaupt kein Problem. Machst du das denn heute auch noch? Ja, natürlich. Ach so, das heißt, Sexualität mit dir selbst macht dir schon Spaß. Ja, aber das ist wie,
sagen wir mal, wie ein Glas Wein trinken oder... Na gut, halt aber immerhin. Das heißt, du hast Sexualität mit dir. Ich hatte es gerade am Anfang verstanden, so dass du gar keine Sexualität hast. Nein. Aber mit dir selbst hast du Sexualität. Ja. Und hast du auch, empfindest du oder erlebst du auch einen Orgasmus, wenn du mit dir Sexualität... Natürlich. Hast? Das schon. Ja, ich habe noch nie Sexualität gehabt ohne Orgasmus. Ja, hätte ja sein können. Ich meine, so ungewöhnlich wärst du nicht. Aber hast du mit Sex mit Frauen schon mal ausprobiert? Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe überhaupt kein... Schon mal, wenn ich, also wenn ich mich selbst befriedige, ja? Ich bin in dem Moment, wenn ich in irgendeinen Menschen denke, ist alles weg. Ja. Und da ist doch was irgendwie... An was denkst du denn, wenn du dich selbst befriedigst? An gar nichts. An gar nichts? Du bist an gar nichts oder an Lust oder so eben. Mhm. An Sexualität, sagen wir es mal so. Denkst aber ich kann auf keinen Fall an eine Präsenz einer anderen Person denken. Hast du dich denn, abgesehen von der Sexualität, hast du dich schon mal in einen Menschen verliebt? Natürlich, das ist ja das Problem. Mein ganzes Leben habe ich mich, ich bin eigentlich ein ganz leidenschaftlicher Mensch. Ja? Ich verliebe mich immer leidenschaftlich in Männer. Mhm. Und dann kommen wir da an, dass die wahrscheinlich irgendwas empfinden. Mhm. Da stehe ich da wie jemand, der zum Beispiel den Geschmack verloren hat, ne? Mm-hmm. Der was da zwar die Kirsche in den Mund nimmt, aber nicht schmeckt. Und ich muss dann schauspielen oder ich muss fast die Regieanweisung lesen. Mm-hmm. Was muss ich jetzt machen, damit... Verstehe. Und das bringt unwahrscheinlich Probleme. Ist dir das, wenn du dann mit einem Mann schläfst, ist dir das zuwider oder ist es dir egal? Das ist mir eher egal. Ja. Manchmal hinterher bereue ich dann, weil ich habe überhaupt nichts davon gehabt. Fühlst du dich einsam? Nicht. Ich fühle mich einsam, weil ich nicht mit jemandem zusammen lebe, weil ich die Liebe liebe. Ja. Aber ich fühle mich jetzt nicht körperlich einsam. Da könnte man ja sagen, okay, da kann man ja eine tiefe platonische Liebe aufbauen oder suchen zu jemandem, wo keine Sexualität stattfindet. Nein. In einer Freundschaft oder... Nein. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Ich verliebe mich von Herzen gerne in Männer und ich möchte auch gerne mit denen zusammenleben. Das ist wirklich. Aber ich bin überglücklich, wenn ich verliebt bin. Magst du denn, wenn du keine Lust auf Sex mit einem Mann hast, magst du denn Zärtlichkeit? Oh ja. Ach so, das magst du. Total. Ach so. Oh, da wird's kompliziert alles. Ja, das deswegen heißt, ist es ja so. Ja, ich mag schon. Das heißt, streicheln, im Bett liegen und kuscheln und so, das findest du alles super. Ja, ja. Aber du hast absolut keinen Bock auf Sex mit einem Mann. Mit einer Frau schon überhaupt gar nicht, ist gar kein Thema. Nein. Du hast nur Spaß am Sex mit dir selbst. Das ist ja wirklich kurios. Das ist wirklich kurios. Das hast du vielleicht auch noch nie gehört, oder? Nee, so habe ich es noch nicht gehört. Nee. Das habe ich mir gedacht. Mhm. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich was unternehmen, weil jetzt meine letzte Beziehung daran wahrscheinlich wieder gescheitert ist und das verzeihe ich mir nie. Wie lange war die dauerte die Beziehung? Ach, das dauerte 2 Monate und dann hat er natürlich versucht, mir Zungenkuss zu geben und mich so, da habe ich dann schon gemerkt. Und Zungenkuss ist auch nicht ein Ding. Nee, auch nicht. Aber so Küsschen geben, ja. Ja, so ein bisschen, ja. Ich habe hier in der Sendung schon gehört, dass Menschen eine Sexualität leben mit Gegenständen. Ja, ich weiß, das die Sendung habe ich, glaube ich, auch gehört. Vielleicht aber das ist auch nicht dein Ding? Nein. Gegenstände, ich habe keinen Fetisch oder sowas. Mm-hmm. Ja, Fetisch, das ging noch darüber hinaus. Das waren einige Anrufer, die, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, sage ich mal. Ich erinnere mich an eine sehr nette Frau aus der Schweiz, die das klingt im ersten Moment, wenn man es noch nicht gehört hat, albern, aber es ist nicht albern, sondern es ist wirklich sehr ernst. Die hat eine Liebesbeziehung zu ihrer Musikbox. Die war verliebt in die Musikbox? Ja, und die hat auch versucht, auch eine gewisse Sexualität zu leben mit diesem Gegenstand. Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich liebe Menschen. Ja, okay, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Also, es war nur, ich wollte es nur mal erzählen, weil du gerade meintest, ich hätte sowas noch nie gehört. Das habe ich schon gehört. Das, was du jetzt gerade erzählt hast von dir, so habe ich es noch nicht gehört. Als Kind hat man immer gesagt, ja, wenn du größer bist, kommt das automatisch. Und da habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Mhm. Und das kam nie. Gibt es denn irgendetwas, wenn du so durch die Welt läufst, was du erotisch findest? Ja, das schon. Nämlich? Vor allem, wenn ich verliebt bin, dann sehe ich die Männer schon oftmals erotisch. Ich sehe sie erotisch, aber dann so weit zu gehen oder deine Lust zu haben, zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, einen Orgasmus mit jemand zur gleichen Zeit zu haben. Mhm. Das ist für mich unvorstellbar.
weiß nicht, sowas wie Eindringen in meine Intimität oder sowas, als würde mir jemand viel, viel, viel zu nahe kommen. Mhm. Das ist das, was ich so ungefähr empfinde. Aber vielleicht hast du da gerade das Problem schon ganz gut formuliert. Am Anfang des Gespräches meine ich gehört zu haben, dass du irgendwie was gesagt hast, dass du schon mit Fachleuten darüber gesprochen hast. Ja, aber die sagen ja sicherlich in der ersten Zeit, wenn das Baby klein ist, aber da kann ich mich ja leider nicht dran erinnern, was hast du mit einem richtig guten Psychotherapeuten, einem Psychiater gesprochen? Ja, mit vielen. Mit Sexualtherapeuten auch? Wie bitte? Mit einem Sexualtherapeuten auch schon mal? Mit keinem guten. Also, das, was du gerade gesagt hast, macht mich sehr hellhörig, dass du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, mit einem Mann einen Orgasmus zu erleben, ja, weil der in mich eindringt und das ist so intim. Nicht, weil er eindringt, sondern weil dieses Gefühl ja ziemlich intensiv ist und auch so eine Art sich gehen lassen. Ich verstehe, aber auf der anderen Seite hast du gesagt, dass du verliebt bist und auch Sehnsucht nach einer Liebe hast. Und dann hat man doch eigentlich die Sehnsucht nach einer solchen Intimität. Die habe ich eben nicht. Das komisch. Ich verstehe es auch nicht. Ich möchte den Menschen ständig um mich herum haben. Ich möchte ihn in die Arme nehmen, ihn streicheln und auch äußerlich küssen und so. Das ist überhaupt kein Problem. Ich frage mal ganz, ganz offen, wenn du so in deine Vergangenheit hineinschaust, bis tief in die Kindheit, soweit du dich erinnern kannst, ist in Sachen Sexualität mal irgendwann etwas für dich Unangenehmes geschehen? Hat man mit dir irgendetwas Unangenehmes gemacht? In der Kindheit? Ja. Das habe ich früher gedacht, aber ich finde nichts. Es ist nichts passiert. Also das weiß ich nicht, ob was passiert ist, sehr klein. Später, als ich dann schon 18 war und so weiter, da haben Leute versucht, mich zu vergewaltigen und komischerweise, aber nicht mit also nicht Kraftakt. Und komischerweise hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe da geredet und bin da raus. Und das war für mich überhaupt nichts weiter. Also ich habe da Gefühle, die sind ganz, ich will nicht sagen abartig, aber... Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Das Problem, für mich ist es ja kein Problem, aber es ist ein Problem für meine Liebesbeziehungen. Ja, insofern ist es schon auch für dich ein Problem, weil du, so wie du gestrickt bist, wie es momentan bei dir vorzufinden ist, kannst du keine erfüllte Liebe finden, weil die Männer auch etwas anderes von dir wollen. Ja. Ne? Insofern ist es schon ein großes Lebensproblem für dich. Ja. Und das schreckt die wahrscheinlich auch schon ab, weil ich eben dieses Feeling nicht habe. So habe ich schon diese Intuition und so. Also Katrin, ich finde, dass es so kompliziert und komplex ist, was du ja gerade erzählt hast, dass ich und wir hier das sowieso nicht lösen können. Aber ich würde dir ganz, ganz dringend raten, auch schon vielleicht aus Eigenneugier, um dich selbst zu verstehen, was da mit dir los ist, wirklich zu einem richtig guten Sexualtherapeuten zu gehen. Wir sind ja gerne gleich noch behilflich, wie man das recherchiert, jemanden zu finden. Aber das muss wirklich jemand sein, der sich sehr gut auskennt. Die letzte, die ich getroffen habe, die hat gesagt, kommen Sie mit Ihrem Freund vorbei. Nee, so kann man nicht rangehen. Das sagt mir schon mein Laienverstand, dass das so nicht geht. Da muss man schon feinfühliger rangehen. Bereit dazu wärst du, bist du ja auch, ne? Du hast das ja auch schon gemacht. Ja, ich bin ein ganz offener Mensch, ich kann über alles reden. Ja. Und du hast ja auch jetzt hier angerufen, dahinter steckt ja wahrscheinlich auch so die Sehnsucht irgendwie, zu Potte zu kommen, ne? Mit allem und dem. Ja, ich möchte das endlich mal klären, weil ich merke mehr und mehr, dass das wahrscheinlich meine Liebesbeziehungen zerstört, weil total, ich habe viel gelitten. So, Katrin, du legst bitte auf. Wir rufen dich, das heißt, meine Psychologin ruft dich jetzt zurück, die Magdalena. Und die Magdalena hat das Gespräch mitgehört. Und sie wird dich beraten, wie du gut einen Sexualtherapeuten recherchieren kannst. Einen guten recherchieren kannst. Das rate ich dir wirklich sehr dringend. Und ich würde gerne mit dir irgendwann nochmal sprechen, was aus der Sache geworden ist. Meld dich doch nochmal in einem halben Jahr bei uns. Würde mich sehr interessieren. Kann ich auch mit ihr über das Problem nochmal sprechen? Ja, natürlich. Dafür ist sie ja da. Dann legst du auf bitte und die Magdalena ruft zurück. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Katrin. Und weiter geht es mit der Steffi. Und die Steffi ist 28 Jahre alt. Hallo Steffi. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Morgen. Und was gibt's bei dir? Also das war eigentlich das Thema von gestern. Eigentlich auch fast nur mehr am Rande. Meine Oma, die hat damals
ziemlich viel Geld gehabt. Also gestern hatten wir das Thema, ich schwimme im Geld, ne? Genau, das war, die hat, ja, es ist schon, also war ich klein noch als Baby, da waren meine Eltern sind gerade zusammengekommen und die hatten ziemlich viel Geld, meine Oma halt und ihr Mann. Woher? Die haben geerbt, also die haben... Ach, die hatten schon geerbt? Die hatten geerbt, weil die früher viele Bauernkotten hatten, ich weiß nicht, ob du das kennst, da Ländereien und die wurden damals umgewandelt in Bauland. Ja, aber das gibt Kohle. Das war richtig viel Geld. Und dann hat die den Grundstück geschenkt, ein Haus geschenkt zur Hochzeit. Dir? Nee, meinen Eltern. Den Eltern, ah ja. Und, also die ist die Mutter. Mhm. Also meine Mama ist, also quasi meine Oma. Mhm. Ich verstehe schon. Aufgeregt. Ja. Und ja, und dann mit dem Haushalt halt angefangen. Dann haben die, hat mein Vater sich selbstständig machen wollen und das hat meine Großeltern auch finanziert. Und der hat leider getrunken, oder das macht er immer noch. Dein Papa? Glaube ich zumindest. Also ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ja, der hat halt ziemlich alles in Sand gesetzt, was er angepackt hat. Also der hat, wie gesagt, getrunken, dadurch war er auch nicht mehr so ganz in der Firma drin und dann sein Kompagnon ist mit dem Geld abgehauen. Das heißt, er hat das Geld, was er geschenkt bekommen hat quasi von den Großeltern, hat er ja versaubeutelt. Genau, also alles in Sand gesetzt. Das Haus ist unterm Hammer gekommen. Ja. Meine Mutter musste dann hinterher in der Fabrik arbeiten gehen, hat 15 Jahre gearbeitet. Achso, das ist heute definitiv weg, das Geld. Das ist weg. Kannst du mal eine Summe nennen, was da für Werte kaputt gegangen sind? Ja, so 800.000 im ganzen D-Mark aber damals. Immerhin, ne? Fast eine Million. Also meine Oma hat dann die Lohnkonten ausgeglichen, wenn dann die Löhne ausbezahlt werden mussten und war kein Geld mehr drauf. Und die haben dann beide einen Offenbarungseid auch leisten müssen. Oh. Das heißt, dann ist sie Abstinente, also nicht mehr EC-Karte, alles ist weg. Meine Mutter hat dann halt die Schulden abgestottert, ist halt in der Fabrik arbeiten gegangen und... Heute auch noch? Nee, kann sie nicht mehr. Kreuz ist kaputt, ist vorbei, also... Mann. Das heißt, wenn dein Vater ordentlich gewirtschaftet hätte, könnten die sehr gut leben und, und du hättest auch noch wahrscheinlich sehr was abbekommen. Vier Familienhaus ist draufgegangen. Vier Familienhaus. Ja. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, Gott sei Dank. Ich glaube, mit zwei Kindern wäre das echt kritisch geworden. Also. Und hast jetzt gar keinen Kontakt mehr zu deinem Vater? Nee. Also ich habe, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war. Das war auch wieder so eine Phase, wo mein Vater dann die Arbeit andauernd hingeschmissen hat, wir aus der Wohnung geflogen sind und alles Mögliche. Und ist mein Vater aus der Tür gegangen mit den Worten, du hast deinen Vater jetzt das letzte Mal gesehen. War so? Das war dann für 7 Jahre ist der abgetaucht. Und ist dann irgendwann wieder aufgetaucht, als er heiraten wollte. Das haben wir aber hinterher erst rausbekommen, weil er hat dann die Scheidung eingereicht. Meine Mutter hätte das auch schon längst gemacht. Wir wussten ja nicht, wo er ist. Und dann habe ich halt ihm nochmal eine Chance gegeben nach der Scheidung. Hab gedacht, okay, damals war ich 21, hatte gerade meinen Beruf gelernt, beziehungsweise hatte eine Stelle gekriegt nach der Ausbildung. Und habe gedacht, probierst du es einfach nochmal, vergisst du, was früher war. Und ich habe auch viel mitgekriegt. Also es ist nicht so, dass, das glaube ich auch, was viele Eltern unterschätzen, dass Kinder sehr, sehr viel mitkriegen. Das glaube ich auch. Auch wenn sie gar nicht direkt dabei sind, ne, kriegen die trotzdem viel mit. Naja. Und ein Alkoholiker als Vater ist alles andere. Ist ganz schlimm. So, da hast du ihm noch mal eine Chance gegeben, aber das war auch nichts. Nee, da hat sich dann, ich wollte ihm dann von mir erzählen, was ich so gemacht habe in den 7 Jahren, was ich in der Ausbildung hatte, was ich in der Schule gemacht habe. Und dann sitzt er bei mir im Wohnzimmer und sagt, du hast aber einen tollen Pflanzenroller. Also im üblichen Zusammenhang heraus, ich wollte ihm von meinem Freund damals erzählen und das hat ihm überhaupt nicht interessiert. Das heißt, das Treffen war dann wirklich das letzte? Ja, nee, also der wohnte dann, ist weit weggezogen, also nach Berlin, wir wohnen ja im Ruhrgebiet und dann war das halt noch sporadischer Telefonkontakt, er hat mir halt dann immer erzählt, meine neue Familie und meine neue Frau und hat sich ein Häuschen gebaut und das hat mir dann auch immer so einen Schnitt gegeben, weil im Endeffekt hat er uns ruiniert. Also meine Mutter heute noch, meine Oma, die darf man gar nicht drüber reden. Also die. Das wollte ich gerade fragen. Hat die Oma das noch mitbekommen alles? Ja, sicher. Sie lebt noch? Sie lebt noch, ja, ach so, sicher. Ach so. Und wenn das Thema also auf meinen Vater fällt, dann wird die richtig giftig. Also das ist ja wirklich sehr schlimm. Das heißt, da haben die alten Leute so viel Glück gehabt und haben so viel Geld bekommen, geben das weiter an ihre Kinder. Und die Kinder geben es alles aus. Also mein Vater, wie gesagt, der hat mir dann irgendwie erzählt von seiner neuen Familie und dann habe ich irgendwann ich hatte dann auch eine Therapie gemacht, eine Psychotherapie, weil ich halt auch Beziehungsprobleme dadurch habe, weil ich nie eine richtige Beziehung mitbekommen habe als Kind. Und man kann als Erwachsener, wenn man nie eine richtige, intakte Beziehung gesehen hat, auch schlecht eine selber leben. Also man hat dann eher Verlustängste gehabt, ich habe mich in Beziehungen reingesteigert und habe deshalb auch eine Therapie gemacht, um das einfach mal klar für mich zu kriegen, woher das kommt oder wie ich das zumindest in Zukunft vermeiden kann, dass das nochmal so auftritt.
Hast du denn, du hast das jetzt mitbekommen, dass sehr viel Geld irgendwie den Bach runtergegangen ist. Mhm. Welches Verhältnis hast du selbst zum Geld? Also ich habe mein Gehalt, ich leiste mir davon was. Ich habe halt ein relativ teures Leasingauto, muss man sagen. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Krankenschwester, ja. Mhm. Und ich habe halt meine Wohnung und ich habe halt mein Ein- und Auskommen, aber ich gucke halt auch nie, dass ich würde zum Beispiel jetzt nie Finanzkauf oder sowas machen. Das würde ich für kleine Sachen machen, aber ich habe in meinem Bekanntenkreis auch viele, die dann hier was kaufen, da was kaufen. Mhm. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil ich genau weiß... Also du lebst schon gut, aber schon vorsichtig, dass du dich nicht verschuldest. Ja, und, also ich gucke schon, ich habe auch einen Kredit laufen, aber das ist alles überschaubar. Ja. Ich würde mich jetzt nie, wer weiß wie... gucken. Hast du Sehnsucht nach viel Geld? Wir hatten ja gestern ganz spektakuläre Leute hier, die sehr, der letzte Anrufer hatte ein geschätztes Vermögen von 10 Millionen Euro. Wäre schon schön, aber ich meine, ich hätte meine Träume, die ich mir erfüllen würde, aber ich glaube, dann wäre auch irgendwann... Ist auch gut. Wäre es auch gut, ja. Hätte ich auch lange Angst, dass dann wieder viele Freunde kommen, die man früher lange nicht gesehen hat. Und das würde man gar nicht mehr durchschauen, wer was nun will, ne? Ja. Also ich glaube, echte Freunde zu finden, ist dann sehr schwierig. Also du hast deine Sache da, glaube ich, auch gut, da sind auch Erfahrungen entstanden, glaube ich, die wiederum für dich gut sind, wenn es für dich damals auch schwer und traurig und schwierig war. Ja. Vor allen Dingen, was das Finanzielle anbelangt. Ja. Liebe Steffi, alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder meldet mir unter domain@wdr.de und Promi-Talk jetzt Samstag, heute am Samstag um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen mit den Wildecker Herzbuben. Das sind die Männer, die Herzelein singen. Wenn ihr mitmachen wollt, euch beteiligen wollt an der Sendung, meldet mir ganz einfach oder ruft eine Stunde vor der Sendung an. Die Sendung beginnt nachts abends um 22:30, also ab 22:30 sind die Leitungen geschaltet. Noch eine Steffi. Heute ist Steffi-Tag. 19 Jahre. Hallo Steffi. Ja, hi. Ja, hallo. Dein Thema? Mein Stiefvater hat mich sexuell missbraucht. Dein Stiefvater? Ja. Wann? Es fing an, als ich 12 war. Ja. Und mit 14 bin ich dann ausgezogen und habe halt beim Jugendamt gelogen, dass meine Mutter mich geschlagen hat und Alkoholikerin ist. Mhm. Und ich weiß halt nicht, weil es sowieso schon Stress für meine Mutter, deswegen ich weiß halt nicht, wie ich ihr das sagen soll. Also du bist von zu Hause dann weil du es nicht mehr ausgehalten hast, du hast eben beim Jugendamt vorgetäuscht, deine Mutter hätte dich geschlagen. Ja. Und bist dann in eine Wohngruppe gekommen oder ins Heim? Oder Ja, Wohngruppe. In eine Wohngruppe. Mhm. Das heißt, dieser sexuelle Missbrauch lief 2 Jahre lang. Ja. So ungefähr von 12 bis 14. Ja, so in etwa. Wer war da noch in der Familie, außer deiner Mutter, dem Stiefvater und du? Meine Schwester. Die Schwester, wie alt ist die? Die ist eine jünger als ich. Bitte? Eine jünger als ich. Und die ist immer noch da? Ja, aber meine Eltern sind inzwischen getrennt. Ach so, die sind getrennt. Das heißt, da musst du dir nicht Sorgen machen, dass mit der Schwester irgendwas passiert. Nee. Oder waren die damals noch eine Weile zusammen? Ja, also als ich abgehauen bin, da war er noch... glaube ich, bis letztes Jahr war er noch da. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass deine Schwester auch was passiert ist. Ja, Hast du mit deiner Schwester Kontakt? Ja, ich bin ja jetzt wieder, ich bin ins gleiche Haus von meiner Mutter gezogen. Achso, du wohnst jetzt wieder mit deiner Mutter und deiner Schwester zusammen? Also nicht in einer Wohnung halt, sondern im Haus. Wohnung daneben, ja. Mhm. Damals, als das passiert ist, deine Mutter hat überhaupt nichts mitbekommen. Nee, das war ja, wir sind mit einem LKW, als LKW-Fahrer, Fernfahrer. Und wir sind nach Italien und Frankreich gefahren. Und dann waren wir in Weil am Rhein und da ist ein McDonalds-Geschäft halt. Mhm. Und dann hat er mich halt angefasst, zwischen den Beinen und so, und richtig gegrapscht. Und dann hat irgendwo jemand die Polizei gerufen und die sind halt gekommen. Ich hatte halt Angst, was zu sagen. Mhm. Hat er gesagt, das ist meine Tochter, wir hatten Streitigkeiten, dann sind die wieder gefahren. Ach so. Wie oft ist denn der sexuelle Missbrauch vorgekommen? Also wenn meine Mutter nicht da war, also ich weiß nicht, ich kann es nicht genau zählen oder so, aber wenn meine Mutter nicht da war, ist es gewesen, wenn wir mit dem LKW wegfahren, weil ich war ja 6 Wochen mit ihm weg. Du bist dann alleine mit ihm weggefahren? Mhm. Und da ist es dann in dieser Zeit unter anderem auch passiert, aber zu Hause auch? Ja, also halt wenn meine Mutter nicht da war. Mhm. Und ich habe Angst, das meine Mutter zu sagen, weil ich befürchte, dass sie ihn dann wirklich umbringt. Die beiden sind getrennt, sagst du, mittlerweile voneinander? Ja. Mhm.
Ich frage es nochmal, meinst du nicht, dass deine Mutter irgendwelche Auffälligkeiten irgendwie aufgefallen sind von dir? Oder hast du also Angst, das alles so zurückzuhalten? Nee, sie hat wohl schon was gemerkt, weil wenn wir in einem Raum saßen, habe ich mich halt komisch verhalten und er auch. Und deswegen hat sie sich auch von ihm getrennt, weil er halt nicht mit der Wahrheit rausrücken wollte. Und ich habe halt Angst gehabt, ihr es ihr zu sagen. Achso, das heißt, sie hat eine Vermutung, sie wittert irgendetwas, dass da was passiert ist? Ja, sie weiß halt nicht was. Mhm. Ja gut, aber wenn du sagst, dass es komisch war, wenn ihr in einem Raum wart und meinst du, sie hat eine Vermutung? Das könnte wohl sein, ja. Aber sie hat dich konkret noch nicht gefragt? Sie hat schon gefragt, was los ist und ich habe dann halt immer ausgewichen. Entweder habe ich ein neues Thema angefangen oder ich bin aus dem Raum gegangen. Mhm. Mhm. Jetzt in der letzten Zeit, nun ist sie ja getrennt von ihm, ist das Thema auch nochmal auf den Tisch gekommen oder redet ihr gar nicht mehr über die Vergangenheit? Sie spricht mich schon drauf an, aber ich weiß halt nicht, wie ich ihr das erzählen soll. Also wie ich sagen soll, ich kann nicht sagen, oh Mama, halt dein Mann hat dich angefasst oder so. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie ich ihr sagen soll. Finde ich schon, Steffi. Ich finde, genau so kannst du es ihr sagen. So wie du es mir jetzt eigentlich ganz offen und klar erzählt hast, kannst du ihr das auch erzählen. Es ist deine Mama und ihr wohnt sogar jetzt zusammen. Ja, aber die wird ja hinfahren und ihn umbringen. Na, sie wird ja nicht so schnell umbringen. Ja. Naja, nein, nein. Dann ist darüber nachzudenken, ob man ihn anzeigt. Und vor allen Dingen ist zu fragen, was mit deiner kleinen Schwester ist, ob da auch was vorgefallen ist. Ich glaube, wenn was bei ihr gewesen wäre, hätte sie mir das schon gesagt. Das kann sein, man weiß es aber nicht. Sie ist jetzt 18, sagst du, ne? Die Schwester. Ja, die wird 18. Ja, mhm. Niemand weiß, was da vorgefallen ist. Vielleicht braucht ja auch das Mädel Hilfe, auch psychologische Hilfe. Mhm. Auch in deinem Fall ist darüber nachzudenken, ob man da nicht auf jeden Fall auch noch auch was unternimmt. Also ein offenes Gespräch mit der Mutter finde ich ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, wie soll ich ihr das sagen? So wie du es mir auch gesagt hast. Und vor allen Dingen glaube ich ja, wenn sie schon irgendwie eine Ahnung hat oder wenn ihr irgendwas komisch vorgekommen ist, wird das auch sehr einfach sein für dich, das zu sagen, weil sie es dir wahrscheinlich sogar, sie dir entgegenkommt in dem Gespräch auch. Und dann ist erstmal zu überlegen, was ist mit der Schwester? Was macht man mit dir, dass du auch noch eine Hilfe bekommst? Und dann ist darüber nachzudenken, ob er angezeigt wird, ob ihr das wollt und wie das gemacht wird. Kann man das noch machen? Das kann man noch machen, ja. Das kann man machen. Bei mir ist es ja schon fast 5 Jahre her. Ja, ja. Wieso sagst du so, die bringt ihn um? Weil wenn jemand ihre Kinder anfasst, dann bringt sie ihn um. Weil sie jetzt, es braucht mich halt nur jemand drauf anmachen, die sie in die Fresse bauen. Aber ihr ist ja auch klar, wenn sie irgendwas sehr Schlimmes anstellen würde, dann wäre sie weg von ihren Kindern. Und die Kinder sind ihr sehr wichtig. Das heißt, sie darf gar nichts machen. Sie muss sich ganz korrekt verhalten. Das muss ihr auch so klar machen. Was habt ihr von der Mutter, wenn die Mutter im Gefängnis sitzt? Weißt du? Dann denke ich, wie wahrscheinlich, ich komme ja eh wieder raus irgendwann. Ja. Aber das ist ja, so kann man ja nicht denken. Mhm. Also ich finde ganz wichtig, es ihr zu sagen. Ich höre ja daraus, dass du schon ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast. Mhm. Ist so, ne? Ja. Ja gut, mittlerweile wieder. Überhaupt, wie hat denn deine Mutter damals reagiert, als du gesagt hast im Jugendamt, sie hätte dich so geschlagen? Ja, sie war nicht begeistert. Also sie hat natürlich abgestritten, weil es ja eh gelogen war, ne? Mhm. Guck mal, allein deshalb musst du das ja jetzt schon alles erzählen, um das im Nachhinein zu erklären, dein Verhalten. Dann wird sie dir das auch verzeihen und dann wird ihr das auch klar, warum du das gemacht hast. So wird sie ja bis heute immer noch denken, was war denn damals mit der bloß los? Warum hat die sowas gesagt? Mhm. Ne? Ich möchte aber, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen, das heißt meine Psychologin. Und dann könnt ihr, das heißt du und meine Psychologin, die Magdalena, nochmal ausgiebig reden, wie du das machen sollst und was da noch alles zu bedenken ist, okay? Kann ich vielleicht meinen Freund noch was ausrichten? Den Freund willst du was ausrichten? Ja, aber ich habe ihm das nie erzählt und möchte mich bei ihm entschuldigen und sagen, dass ich ihn ganz so liebe. Okay, hoffentlich hat er zugehört. Ja, gut. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, Steffi. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's von uns für heute. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Pausen, bei Jan Hölz, Michael Verhöfen, Tim Stienauer, Christian Part, Heinrich Stanzig und Simone Müller.
Ja, wir sind morgen, das heißt heute am Samstag wieder da, um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen, ausschließlich dann im WDR Fernsehen, mit unserem Promi-Talk und meinen Gästen, den Wildecker Herzbuben. Ihr könnt mitmachen bei der Sendung, eine Stunde vorher anrufen oder jetzt mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.